Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute für meine 40 Abonnenten habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Special. Ich habe es in den letzten Videos erwähnt, dass da irgendwas Spezielles kommt. Und ja, es ist etwas gekommen. Wir haben zwar ein paar Tage später, aber ich habe mir einen 2-Slot-Server gekauft mit 512 MB und halt zwei Slots und zwei Kernen. Ich gehe mal drauf und stelle euch den mal vor mit Lobby und so. Und der liebe Buch, der sollte... Oh, du bist doch über die Bungee-Cord-Lücke reingekommen. Ja, aber ich sehe hier, dass irgend so ein Bot noch hier ist. Und ja, wir wollen erstmal auf die Spieleranzahl eingehen. Wir haben zwei Slots, haben durchgängig halt nur wir beide, weil wir nur zwei Slots sind. Und ab und zu kommen ein paar Leute über unsere Bungee-Cord-Lücke rein, aber das ist beabsichtigt. Aber darüber kann euch Buch mehr erzählen. Ja, und zwar ich als schlechter Developer, wollte euch ein bisschen über unsere Sicherheitslücke erzählen. Weil da wir ja einen Athenas.org-Server besitzen, haben wir uns für, ich glaube, von einem Freund haben wir einen Bungee-Cord-Server geklaut, haben den dann auf unseren Athenas-Server überbrückt. Somit ist es möglich, über die Bungee-Cord-Lücke auf dem Server zu joinen, obwohl der voll ist. Zum Beispiel wie jetzt im Tab sind jetzt drei Spieler online, obwohl wir nur zwei Slots haben. Ja. Und ja. Wir haben auch, wie gesagt, unsere Hardware ist jetzt nicht die geilste, aber sie reicht für halt die zwei Slots. Wir haben 512 MB Arbeitsspeicher und zwei Kerne. Ja, darüber läuft ja noch irgendwie der Bungee-Cord, aber wie gesagt, du bist fürs Technische da. Unser Nichtskönner-Developer. Ja, ich habe mir das halt alles von Bucket FAQ angeguckt. Ja. Und hat da einfach 1:1 nachgemacht. Ja, damit sind wir auch besser wie Gomme, also klar. Ja, klar, ja, wir haben auch ein besseres Schildersystem als die. Ja, ja, wir haben auch, obwohl wir haben keine Own Cloud, wir schreiben einfach hin, dass da was passiert, aber in Wirklichkeit sind das alles Command-Blöcke. Ja, zum Beispiel hier unsere Portals hier. Übrigens, einer ist da gerade am Bauen, einer. Ja, ja, also das andere sind alles nur Bots. Das ist halt ein Bot von uns, damit der zweite Athenas-Server online bleibt. Ja, wir können ja mal hingehen. Und ja, man sieht direkt, hier leckt's richtig heftig. Also liegt halt... Jo. Und wir haben auch gar keine, also wir haben keine Befehle oder auch Ränge eingestellt. Also... Wir besitzen auch kein Plot.me, also Plugin-Technisch sind wir ziemlich am Arsch. Oder wie siehst du das? Ja, selbst der Shop hier, der Shop ist so mega scheiße. Ja, wir haben auch kein Money-System, womit man hier Sachen kaufen kann. Man muss echt warten, bis einer von uns beiden online ist, um dabei zu gucken. Also ich kann es ja mal zeigen, also wenn du jetzt hier so einen Knopf drückst, dann kannst du das, bekommst du das nicht, ja siehst du. Das ist schon etwas verbuggt. Ja, ja, das ist, also... Ich kann mir das auch gar nicht kaufen. Ja. Also da steht ja nur, are you sure, also ob ich mir sicher bin, und dann klicke ich immer auf rot, aber ich bekomme es trotzdem nicht. Ja, bei mir steht auch, ich habe kein Geld, ich kann mir jetzt mal... Ja, liegt halt daran, dass ich ein bisschen inkompetent bin. Ja, jetzt guck hier, kann ich mal zeigen, dass es auf jeden Fall nicht funktioniert, ja, ja. Ich habe nämlich überhaupt gar kein Geld dafür und... Der ist doch viel zu teuer, weil die Preise, die hier stehen, die können wir uns ja nicht mehr leisten, weil wir nur 2 Euro von unserer Mami bekommen, womit wir dann hier das hier bezahlen und... Ja, deswegen halt auch nur diese 2 Slots. Ja, du kannst ja auch mal zeigen, dass Slash Hub bzw. Slash L gar nicht funktioniert, also wenn ich jetzt Slash L mache, da passiert einfach nichts, weil wir kein Bungee-Cord und so besitzen, also... Alles nur... Die halt scheiße sind. Ja, wir haben auch kein Slash Fly und kein Premium. Ja. Wir haben auch keine Bilder oder so. Besitzen wir alles nicht. Weil wir einfach... nichts können. So ist das, oder? Und... Ja, unsere Software ist halt, wie bereits schon gesagt, wir besitzen keine, absolut gar keine Plugins. Also eine Software besitzen wir halt, damit, wie gesagt, die Bungee-Cord-Lücke
Ist auch von einem Vater von uns ein Freund. Ja, ja, der sich mega gut der Hardware als Beruf macht. Mit Software und Hardware. Ja, ja, also er kann sich nie entscheiden, eins von beiden. Ja, der eine sagt das, der andere sagt das. Also, die sind auf jeden Fall erfreut, dass der so etwas tut, ne? Der Server ist auch absolut, nochmal um auf die Spieleranzahl zu kommen, absolut gebottet. Wir haben keine Teammitglieder. Absolut kaum irgendwen. Wir sind einfach nur zwei Luschen, die keine Ahnung von irgendwas haben. Einfach nur Shit labern. Ja. Freuen, wenn Leute das nicht merken. Aber wir wollen jetzt halt in dem Video jetzt nicht über uns Server übelst ablässern. Wir hauen hier nur ein paar Fakten raus und wir wollten euch den nur hier kurz ein bisschen zeigen. Ja, das ist ja auch nur... Spezielleres Video kommt noch. Ja, ja, das hier ist auch die alte Lobby. Das heißt, in dem nächsten Video, was ihr dann sehen werdet von dem Server hier, wird hier diese Lobby nicht mehr sein. Wir können euch die neue zeigen. Die ist aber leider noch nicht also fertig, sondern wir können euch nur halt dieses Schild suchen. Ne? Ja, warte kurz, ich muss meinen Laptop starten, damit der Server angeht. Ja, ja, ich warte gerade die 10 Minuten, die der braucht. Ja, ja, Massenschnitt rein. Ja, ich mache gerade einen Schnitt. Also wir sehen uns dann gleich auf dem Vorbauserver. So, ich bin dann auf dem Server hier. Zwar nicht jetzt im Spawn, weil wir hier ein bisschen gebaut haben, aber ne. Das ist halt gedownloadet. Ja, das können wir leider nicht dran ändern. Hier unsere Bilder sind, also wir haben keine Bilder. Die im Tab, das sind alles Bots. Also. Damit, wie gesagt, der Server auch ein bisschen flüssiger läuft. Also mein Laptop ist jetzt schon wieder am Qualmen. Und die Lobby ist auch nur 24x24 Blöcke groß, beinhaltet nicht große Gebäude oder große Bauflächen. Also ich kann euch ja mal hier ein bisschen rumfliegen und euch ein bisschen zeigen, was hier so ist. Ja, und von den 24, noch, ne? Ich wollte dazu noch sagen, also... Die Map ist nur halb fertig, ja, weil meine Internetverbindung ist so scheiße, weil halt der Server auch auf meinem Laptop läuft. Über mein Internet auf jeden Fall konnte ich die ganze Welt nicht downloaden. Deswegen ist nur die halbe Welt fertig. Ja, ja, also unsere Bilder, also unsere Bot-Bilder sind auch wirklich total, die stehen hier bestimmt irgendwo jetzt rum. Schauen wir uns mal kurz diesen Leo an. Ja, TP. Ja, siehst du, der Leo ist eh nur ein Bot. Ja, wo sind die denn? Ja, hier bauen die schon wieder irgendeine Map. Ja, die hatte ich doch vorhin gerade eben runtergeladen. Ja, ja, die suchen das Schild aktiv. Dieses Bild bei Fizzle suchen sie gerade, bestimmt. Ja, ja. Dann schreiben sie dann hier ein Bild bei Skillkraft. Ja, und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Weil ich habe ja keine Ahnung. Verstehst du? Ich als behinderter Developer. Hast natürlich die Ahnung. Ja. Oh lol, wo sind wir hier gelandet? Komm her. Das ist wie gesagt. Alles gedownloadet, weil wir können ja eh nichts sehen. Ja, unsere Bilder sind alles nur Bots und das hier, der hier hat auch nur 200, weiß ich nicht, wie viel MB Gigabyte, also 256. Ja, genau. Und Kerne die hat er. Ja, das, ein Kern ist halt nur eine CPU, so ein Intel Pentium. Ja, ist halt noch mein Alter, worauf ich auch gerade zocke. Ja, Pentium, das ist das Beste, was wir uns holen können. Also. Nein, wir teilen uns die gleiche Mama und wir haben nicht gerade so viel Geld. Wir bekommen auch von dem Freund, von dem wir den Bungee-Cord-Server abgezogen haben. Also der Horster, der hatte schon, ja, der war gnädig mit uns. Ja, und der hatte Mitleid. Uns einfach direkt geschenkt, weil wir so scheiße arm sind. Man sieht auch hier, dass hier gar keine Detailarbeit eigentlich reingebaut wurde, sondern einfach nur grob dahingeschissen. Unsere Bilder sind alles, also... Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen zu unserem Lobbybau hier? Oder? Eigentlich gar nicht. Ja, unser 2-Slot-Server, also ich weiß nicht, ob der euch gefällt oder beziehungsweise gefallen wird, wenn wir ihn releasen. Es wird ja noch ein Update kommen, da werden wir sogar eine Umbenennung bei Skillcraft. Ja, wir haben halt keinen Skill und deswegen wollen wir uns umbenennen. Die Umbenennung, die neue, wird noch geheim. Ja.
Mein Ghost. Und, dass Ghost auch nur weil Ghosts sind ja unsichtbar, das sind ja Geister. Ja, und wie unsere halt die Bots sind ja auch genau unsichtbar. So wird das dann ablaufen. Die IP werde ich dann auch noch euch geben. In einem anderen Video, aber. In einem anderen Video, wo wir dann den neuen Server vorstellen. Das könnte aber noch einige Zeit einbeziehen, weil wir wollen, dass wir ein drittes Teammitglied haben, einen Supporter vielleicht oder einen Builder. Der dann auf den Server aufpassen kann. Ja, wenn wir nicht mal da sind. Weil sind halt wofür faul. Brauchen wir Bilder? Wofür brauchen wir Bilder, wenn wir uns den Stimmt, auch wir haben Chrome. Selber alles downloaden können? Ja. Also. Da jetzt hat der Bot automatisch wieder zu einem schöneren Wetter gemacht. Ja, das ist unser schöner Wetterbot. Und die anderen Bots sind Game Mode wechseln, damit das auch so aussieht, ja, als würden die etwas tun. Hey, Kuchen. Kuchen, Buch LP, hier siehst du, das ist noch ein weiterer Bot von uns. Ja, ja, also das ist der. Ja, da hinten bewegt sich sogar eine. Die bewegt sich nur im Viereck. Da. Ja, ja, also was die hier baut, das haben ist wir. So ein Mod. Ja, ja, warte, wie heißt der Cinematic Mod oder so? Ja, keine Ahnung. Ja. War auf jeden Fall auch gedownloadet. Ja, wir haben hier auch eine komplett gerade Ebene, wo gar keine Hügel oder Gebäude oder so, sondern einfach nur. So ein Haus und da sind dann die Schilder drin. Die Schilder sind glaube ich sogar noch da von unserer nicht vorhandenen Own Cloud. Da, weil der halt ist nicht der echte Server, sondern nur die Lobby. Oder? Auf jeden Fall suchen wir auch noch, wie gesagt, diese Schilder mit diesem Map bei Fizzle. Damit ihr halt denkt, wir haben alles selber gebaut, obwohl alles nur auf einem Server läuft. Hier zum Beispiel hier Kuchen. Ja, warte ich telefon, ja. Hier zum Beispiel ja, da ja, unten da. Das Schild. Die zoomen wir halt schon die ganze Zeit, um die einfach abzubauen. Hat keiner gesehen, also. Ne? Da ist sie raus. Ja, hier das Schild, das hat mir auch mal gefunden, das habe ich umgeschrieben, also. Da kommt, also wir betrügen euch Spieler einfach nur die ganze Zeit. Ja. Wir ziehen euch auch ab, also ihr könnt bei uns Premium kaufen, spendet ihr einfach über Skype. Und dann beenden wir einfach das Projekt und. Ja, wir bannen euch einfach darauf. Ja, nach 5 Minuten schon halt. Ja. Weil die maximale Spielzeit 2 Minuten 50 und dadurch, dass ihr bezahlt habt, könnt ihr 2 Minuten und 35 Sekunden länger spielen. Ja. So als kleiner Bonus. Wir wissen als nicht. Dankeschön. Ja. Wir haben auch keine Ahnung, weil wir downloaden uns die Sachen nur, weil wir auch keine Ahnung haben, wie World Edit funktioniert. Also ich will euch jetzt nicht zu viel spoilern. Buch, willst du irgendwas noch sagen, bevor wir das Video hier fertig machen und uns einen Arsch ablachen, weil wir so schlecht sind? Ja. Ja, also es wird noch ein weiteres Video kommen, wo wir das alles dann viel besser präsentieren. Mit unseren ganzen 3 Slots dann. Ja, ja, und vielleicht mit unserem neuen Supporter dann. Ja. Jo, dann komm her, wir stellen uns hier schön vor die schöne Burg hier, die gedownloadet ist. Ja, ja, klar. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.